Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Wir machen direkt weiter in der sechsten Welt dieses Spiels. Weiter geht's mit Abzeichentest. Schwebepirouette 2. Let's go, denkt sich Daisy. Und mit meinem vielleicht sogar neuen Lieblingsabzeichen haben wir eine weitere Challenge. Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Abzeichen. Ich bin auch tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht damit. Und deshalb macht es mir natürlich Spaß, noch ein Level damit zu spielen. So, was du sagst? Achso, er sagt nur, ich soll da hoch. Okay, ja gut. Das war aber offensichtlich. So viel. Ich weiß nicht, wie lang die Welt geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir heute schon das meiste dieser Welt abschließen können. Yeah, die erste Coin. Oh yeah. Die zweite, die war auch super einfach. Oh, ja, auch die dritte war super einfach. Also, keine Ahnung, was das hier Profi sein soll. Verstehe ich nicht so ganz. Das wäre eher so Medium, würde ich sagen. So mit. Eigentlich auch ziemlich einfach, aber ich sag mal, im Vergleich ist es mit. Aber das Spiel ist nicht mit. Das Spiel ist fantastisch. Nein, sorry. Das Spiel ist wundervoll. Ja. Und, interessante Pose. Der macht doch so ein O-Gesicht, die Blume. Egal, ich lenke mich gerade selber ab. Auf jeden Fall geht's jetzt tiefer hinein. Wenn wir nämlich auf die Map schauen, sind wir schon auf der vorletzten Ebene. Jetzt ist halt die Frage. Ups, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Links müsste was freischalten, deshalb gehe ich erstmal nach rechts. Zu Augen auf in der Glutdrake-Ruine. Und Junge, dieses Ding sieht aus wie eine Weiterentwicklung von dem Blark. Hilfe! Also, da kriege ich jetzt schon stotternde Knie. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Auftauchende und wieder verschwindende Blöcke. Das ist aber immer was Neues. Das sind nicht die ganz normalen grünen Blöcke. Okay, danke. Okay. Verschwinde! Ich habe sehr große Angst. Aber gut, dass wir unser Power-Up haben. Oder zumindest hatten. Aber wir haben unser Abzeichen. Und das rettet uns auf jeden Fall den Hintern in sehr vielen Situationen. Ich frag mich, ob ich da rein kann. Nein, ich falle so schnell. Ah, ärgerlich. Aber nicht schlimm, jetzt wissen wir zumindest, was so auf uns zukommen wird. Und die eine Coin wurde gespeichert, das ist ja auch etwas. Das ist ja zumindest auch noch etwas. So, nehmen Power-Up alles mit. Machen den Weg frei. Die Coin ist mega einfach. Können wir auch ein zweites Mal noch mitnehmen. So, genau, immer erstmal die angreifen lassen. Das ist, glaube ich, die bessere Taktik. Ich würde es nochmal versuchen. Ah, nee, schade. Schade, leider ist da nichts. Hätte aber sein können. Aber, ah, nee, ich glaube, da ist überall nichts. Da kommen nur Gegner raus. Nee, komm, ich lasse es. Heißt aber nicht, dass ich mich treffen lassen muss. Warte. Könnt ihr mich nach oben bringen? Ist oben so ein Secret? Hey, ist hier oben ein Secret? Hallo? Nein. Okay. Frage geklärt. Wir können weitermachen. Was zum Teufel geht dir ab? Oh, kann ich rein? Hallöchen! Mehr von euch. Wer ist denn hier nochmal? Glutdrakos. AKA Fake Blarks. Hab ich gerade Kettenhund-Sound gemacht? Das klang gerade zumindest so. Oh, warte, ging es da weiter hier? Also geht es hier in der Höhle weiter in dieser Röhre? Weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt. Das ist hier damit verpasst. Egal, dann werden wir es aber gleich suchen müssen. Jetzt Pech. Da hab ich jetzt Pech. Bau ab. Ganz wichtig, dass ich das habe. Oh, du drehst dich wieder. Ah. Okay. Wir müssen rumspringen, ist glaube ich keine schlechte Idee. Nimm mit. Okay, okay. Nur Geld bisher, pass auf. Boah, ich liebe jetzt schon das Abzeichen. Das ist wirklich ein Lebensretter. Aber sowas von! Okay. Nein! Okay.
Nein, nein, da! Da habe ich mich so gut geschlagen! Oh Mann. Nein, ich habe keinen Skillish, hört auf zu sagen. Ich skippe jetzt einfach alles. Außer das, das nehme ich noch mit. Da. Okay. Ich schätze, ich darf nicht. Alles klar. Alles verbrannt. Interessante Sounds, das sie machen. Okay. Ja, Geld, Alter. Die 5 Cent, die ich immer bekomme. Oh, yes. Ja, die haben wir jetzt. Aber ich will sie so nochmal versuchen. Ja, so. Und ich habe das Gefühl, das Abzeichen ist hier wirklich gewollt, dass man das hier benutzt. Habe ich sehr stark das Gefühl. Hallöchen. Und Hallöchen. Was geht denn hier ab? Hier ist doch bestimmt ein Geheimnis. Ja, hier ist ein Geheimnis. Warte mal, wie können wir den vielleicht von oben aktivieren? Hi, hi? Nee. Okay. Lass mich durch. So. Hi. Hey, hey. Good job, wir haben alles. Und sogar die Wunderblume. Ah ja, von hier. Wow, was zum Teufel? Ah, alles so... Die Perspektive ist komplett anders. Aber hey... es gibt nichts Positives. Einfach weiter, einfach weiter. Wir werden attackiert von dem Ball. Was? 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 Okay. Keine Ahnung, wie das mich jetzt treffen haben soll, aber... Gut. Wie soll man das eigentlich machen? Einfach nicht in die Lava fallen. Wäre nicht so gut. Ah, verstehe. Okay. Das ist aber mega cool gemacht mit der Perspektive, dass sich das jetzt ändert. Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir auch schon mal, ne? Ja, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Aber jetzt... Ah, ist auch nochmal cooler geworden. Und natürlich auch viel schwieriger und hitziger. Ah. Blöcke, die machen aber auch, was die wollen, ne? Ah, verdammt. Okay, schnell durchrennen ist nicht die Lösung, obwohl wir literally schnell durchrennen müssen, weil von oben jetzt gerade glühende heiße Lava kommt. Also normalerweise. Sweet. Ich kann den nicht bohren. Kommt da auch keine Lava? Vorhin kam da Lava runter. Okay, keine Ahnung. Vielleicht kommt sie jetzt nicht mehr. Vielleicht war es nur, um es zu erschrecken. Willkommen zurück. Ja. Genau das. Okay, und wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Ah. Dankeschön. War ein nettes Level. Ah, warte mal. Hä? Was zum... Ist da noch was? Hm, ist hier ein Secret Exit? Es wirkt so, als wäre auf der anderen Seite noch etwas, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht wo. Wir können ja eben auf der Overworld nachschauen. Bye bye! Auf der Overworld nachschauen, ob noch was ist. Ja, genau, in dem Moment, wo ich getroffen wurde. Danke, Spiel. Danke. Ich glaube, wir haben alles. Lass mal sehen. Ja, doch, ihr seht da diesen Kreis mit dem Häkchen in der Mitte. Und das heißt, dass wir hier alles haben. Ja. Und hey, hier ist nochmal ein Info und ein Laden. Vulkanregion-Info. Vorsicht, Magma! Unten ist eine Vulkanregion. Hast du dich verlaufen? Dann weißt du ja, was zu tun ist. Jo. Zieh Münzen an! Sammle mit dem Münzmagier-Abzeichen Münzen! Hier im Angebot, unser Kunde Bluff! Du bist der Erste, denn niemand hat sich hier unten hingewagt. Alle haben Angst davor. Warum auch immer ich meinen Land dann hier aufsetze, ich bin eigentlich ziemlich blöd. Aber egal, du bist ja jetzt hier, also hat es ja doch geklappt. Ja, Münzmagier, jetzt hier Münzen und Blumenmünzen in der Nähe zu dir. Zieht das auch für die 10er-Münzen? Das wäre echt cool, wenn ja. Nehmen wir einfach mit. Das auch mal nebenbei. Und die Standys glaube ich später. Okay, willst du direkt anlegen? Meinetwegen. Genau, wir haben ja jetzt alle von dieser Farbe. Das sind glaube ich die aktive und das hier so passive und das hier sind halt so Game Changer. Ja. 2 von den blauen und 3 von den lilanen. Alright. Wir kommen dem Ende näher. Und
auch dem Ende des Vulkans. Ist das hier warm? Scheinbar ist es egal, wo lang gehen. Also. Hey, Abzeichentest, Rankenschuss 2. Wir haben zwar jetzt ein neues Abzeichen bekommen, aber das dürfen wir noch nicht testen. Erstmal müssen wir zeigen, dass ich den Rankenschuss drauf habe. Also ich glaube, meine drei Lieblingsabzeichen sind wirklich das allererste mit der Kappe, der Rankenschuss und der Wirbel, den wir vorhin benutzt haben. Also die drei mag ich persönlich am meisten. Ihr könnt mir in den Kommentaren... Schon okay. Versuch es weiter, bis du schaffst. Yeah. Ihr könnt mir in den Kommentaren stehen lassen, was eure Lieblingsabzeichen sind und... Versuch es weiter, bis du schaffst. Wie hat das denn gerade funktioniert? Okay, das sah gerade sehr verbuggt aus. Oh. Hallöchen! Dich nehme ich natürlich auch nochmal mit. Dich nehme ich mit. Zu mir nach Haus. Dort stehst du an der Vitrine. Denn ich gebe dich nicht raus. Aus. Super. Okay, ich dachte, das ist noch irgendwas. Ihr sagt alles das Gleiche. Ihr sagt einfach nur Copycats. Oh! Was zum... Irre! Das war's? Okay, das war... Zack! Alles zack, 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 hintereinander. Das war alles auf einmal. Da muss man direkt in der Situation reagieren. Wer das nicht drauf hat... Der verpasst diesen Wundersamen. Aber wir sind natürlich Pros und kriegen das First Try hin. Was war das gerade für eine Pose? Das war, glaube ich, der falsche Frame, Nintendo. Wollte das wirklich so stehen lassen? Ich weiß ja nicht. Dann bist du zwar natürlich. Egal. Ja, wir haben hier. Oh Gott. Ein sehr schweres Level, aber dafür einen Wundersamen oben geschenkt. Versuchen wir es. Höhle der kreisenden Flammen. Here we go! Ja, nehmen wir einfach das Abzeichen. Müssen wir ausprobieren. Oh, das sieht cool aus hier. Das sieht voll cool aus hier unten. Okay, zeig mir, was du drauf hast. Oh. Ja, ich verstehe jetzt schon. Ich verstehe es jetzt schon. Was? Seifenblasen-Power-Up? Aber nice Outfit. Okay. Hi. Fall mal runter, passiert was? Nö, passiert nichts. Blip. Diding. Hey. Ja, easy, ne? Easy. Oh! Boah! Okay. Boah. Wenn man die Latschen im Lava, wenn man einmal drauf stampft, dann sind die geduckt. Das habe ich gerade voll geoffpuzzelt, weil ich dachte, ich stehe einmal drauf und dann. Fällt da ganz langsam in die Lava rein. Und deshalb dachte ich jetzt, ach verdammt, ich fahre jetzt in die Lava und sterbe. Nein, zum Glück nicht. Oha. Oha, wie komme ich denn da ran? Warte mal. Warte, andersrum. Ich sehe das hier in die Richtung. Ja! Ah, sieh mal einer an. Ich kann denken. Tschüss. Blöpp. Blöpp. Ist da hoch? Ja genau, die Garten werden hier angezogen für mich. Komm ich aber leider nicht hoch. Oder kann ich mit den Seifenblasen da hoch? Ah. Ah. Nicht wirklich. Zumindest nicht so gut. Verdammt. Okay, ich hoffe mal, da ist nichts. Obwohl, da ist was. Aber... Ich hoffe, vielleicht sind da nur Münzen. Vielleicht sind da nur wirklich nur Münzen. Dann ist nicht so schlimm. Ich muss hoffen. Hey, komm mal runter da. Hey. Hey, du da. Oder ich mach so. Oh, das wird automatisch aktiviert. Weil es in der Nähe ist. Cool. Und hier ist was. Was ist denn hier Schönes? Oder geht's hier weiter? Warte mal, wenn es hier weitergeht. Und das sieht so aus, würde es da weitergehen. Dann könnte das doch sein, dass da ganz oben, wo der mich hinschießt, eine 10er-Münze ist, oder? Blub, 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 blub. Ah, ne, ist vergrünt. Ach so. Nee, hä? Da oben ist was. Ach, keine Ahnung. Ich habe das falsche Abzeichen. Aber ich mag Daisys Expressions. Sind super. Alter. Okay, los. Meine. Ach, die Blase. Die Blase, Junge. Die hat mich jetzt komplett vernichtet.
Er hat's alle. Was? Ich muss das komplette Level dafür. Wowie, sowie. Okay, also mit dem Abzeichen, mit dem Rankenschuss, können wir zumindest jetzt hier hoch. Uff. Ja, schon ziemlich heiß hier. What? Okay. Hier muss man von irgendwoher diesen Pilz mitnehmen. Den Bora-Pilz, sag ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Um. Ah, deshalb habe ich da oben was gesehen. Das ist dieses kleine Secret dort. Okay. So, hier war kein Checkpoint. Also hier hätte ich den Checkpoint hingepackt. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Boah, Junge. Okay, und los. Hopp, hopp, hopp. Ach, soll ich hoch? Nein, ich... Nein! Gib mir bitte das da. Danke. Erneuter Versuch. Nur diesmal ohne irgendwelche Power-Ups oder Items oder sonst was. Also, ja. Das aktivieren. Und ich krieg nur Münzen. Das war alles jetzt nur für Münzen. Wow. Und hier ist der Checkpoint. Natürlich ist der Checkpoint. Klar. Okay, oh no. Was passiert da mit den Hotheads? Kann ich die kaputt schalten? Kaputt schalten vor allem. Kann ich die ausschalten? Ja, kann ich. Okay, okay. Gumbas erschrecken mich. Hier kann ich mich durchcheaten, aber soll man es nicht machen, glaube ich. Ich würde es mal so machen, wie man es eigentlich tun soll, denke ich. Und zwar so. Schnell hoch. Und hier drüben das eingesammelt. Yeah. Yippie. 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 Daisy hat Spaß. Bro, du hattest doch so viele Leben. Oh oh, ich mach den Gumba böse. Oder, nee, traurig. Oder, jetzt böse. Oh oh. Was? Was? Ich kann in der Lava schwimmen. Boah, ist das trippy, Mann. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das sieht cool aus hier. Das gefällt mir. Lava ist halt jetzt einfach wie Wasser? Also so ähnlich zumindest. Ich gehe mal davon aus, dass wir trotzdem getroffen werden können von den Hotheads, oder? Nee. Nee, wir haben gerade unendlich Leben. Das ist einfach nur der Schockeffekt. Aber es sieht cool aus. Auch diese Effekte voll mit den Goombas im Hintergrund. Die waren cool. Die sieht man jetzt immer noch hier oben. Ne, ich bin gerade unsterblich. Besser als ein Stern? Fragezeichen? Ja, der Stern hat ja ein Zeitlimit, das hier. Außer die Musik soll ein Zeitlimit darstellen. Was ich glaube. Das ist hier unendlich. Blub, blub. Blub, 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 blub. Ich da hoch. Ich da hoch. Ich da hoch, bitte. Oh, man kann spinnen, dann kann man Zeitenblasen schießen. Auch nett. Oder ich hab's gerade irgendwie anders gemacht. Ich weiß es gerade nicht. Ja, die tun mir doch nichts. Nö. Nö, die tun mir nichts. Wir sind heller als die Lava. Mann, sind wir hot. Oh Mann. Okay. I did it! Daisy ist voll voller Surprise. Yippie! Gut gemacht, Daisy. Du hast dir den Sieg redlich verdient. Aber erstmal. Erstmal schauen, was es überhaupt so als Belohnung gibt. Es scheint nämlich so. Ah, nee, ist. Oh, da ist was. Da ist was. Da, die Seifen lassen, dann könnte es reichen. Ja. Moneten. Ein bisschen, zumindest. Na gut, besser als nichts, sage ich mal so. Ja. In dem Fall, meine Jump-Run-Künste. Kann sich schon sehen lassen, ne? Nach all den Jahren, ne? Ja. Ja. Und drehen und drehen und ich glaube, das war falsch, oder? Oh, da oben ist noch einer. Da reicht ja nicht. Egal, solange ich jetzt hier runter kann. Hat alles gepasst. Yay! Und ja, wofür das hier ist, ist glaube ich offensichtlich für die goldene Spitze. Da oben war noch was. Ich glaube, da waren noch Münzen. Egal. Egal. Okay, anspruchsvolles Level. Wundereffekt kann er nicht killen. Ich finde, die Gegner hätten einen noch Schaden machen müssen. Das halt einfach nur so eine verkehrte Welt ist. Oh, du kannst jetzt in Lava schwimmen, aber Wasser tut dir weh. So, als wäre es Lava. Das wäre lustiger gewesen. Trotzdem nice.
Und als Belohnung kriegen wir zusätzlich zwei Wege. Einmal eine Abkürzung zum anderen Weg, da wir jetzt gleich reingehen. Aber erstmal hier. Magma Tiefen 4, Observatorium 4. Okay, 3 fehlt uns irgendwie, aber diese ganzen Elefanten kann sind lustig. Here we go! I like him. Hallo! Ich hab das Magma hier genau beobachtet und muss leider schlechte Neuigkeiten überbringen. Es steigt! Bitte befreit den Palast, bevor es noch schlimmer wird. Hier, dieser Wundersamen sollte dabei helfen. Danke. Ehrenmann. Badalam. Ich habe es geschafft. Gut, Daisy. Du bist aber jetzt zu hot. Wie wär's, wenn wir jemanden, der nicht so hot ist? Ne, okay, kommt drauf an, wie man fragt. ranlassen! Luigi! Akidaki! Oh, der sieht immer noch nice aus in dem Outfit. So, erschöpft! Ein Fels blockiert die Abkürzung zum Palast. Ich krieg gar kein Gehalt dafür, ey. Ich mach das alles nur so freiwillig. Ich möchte ja zertrümmern und meine Freunde wiedersehen, aber ich bin vor Hitze ganz kraftlos. Kannst du mich bitte bezahlen? Ja, hier, ein Mindestlohn. Yay! Vielen Dank! Ich fühle mich gleich so richtig stark! Und heiß mehr ist mir auch nicht mehr. Meine Kraft erblüht. Jetzt müssen sogar Felsen von mir weichen. Ja, gut Job. Yippie, die Abkürzung ist wieder frei. Wenn ihr zum Palast möchtet, hier entlang. Ist das so? Hier ist eine versteckte Röhre. Nehmen wir sie doch mal. Eine pinke Röhre habe ich auch noch nie gesehen. Oder? Weiß ich gerade nicht. Ah, das ist einfach nur... Okay. Ah. So kommen wir direkt wieder hier oben hin. Was wir theoretisch schon machen könnten, aber da unten ist ja auch noch etwas Geheimnisvolles und das interessiert mich gerade viel, viel mehr. Also machen wir uns schon mal auf den Weg dorthin. Wir werden es heute nicht mehr erreichen, aber beim nächsten Mal ganz sicher. Vielleicht. Und ja, das müsste hier auf dem Weg sein, ne? Ach, die Brücke. Ich möchte zur anderen Seite, aber durch die Hitze des Magmas. Hier ist die Brücke zusammengebrochen. Ich würde die Brücke reparieren, aber es ist so heiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Ich hab voll vergessen. Danke für das Geld. Kann ich mir das Handbuch kaufen? Ah, so geht das. Okay. Toll. Die Durchstrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde. Ka-Pau! Vor allem Pau mit P-A-U, nicht P-O-W. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Yes. I do it. Hä? Kamek, was hast du wieder vor? Mich auslachen. Und... Ach man, nicht schon wieder ein drittes Luftschiff. Die sind doch immer gleich, die Level. Aber Kamek denkt sich so, haha, mir egal. Und wir müssen Luftgaleere in den Magmatiefen trotzdem machen. Also, rauf geht's! Jo! Luigi ist ready. Luftgeleere hier? Ah, nun, falls du ein anderes Abzeichen möchtest. Nee, passt. Wir machen das, so wie die anderen beiden. Ich finde die Luftgaleeren-Level okay. Die könnten aber so viel besser sein, finde ich. Das erste war am besten, glaube ich. Einfach, was das erste Mal war. So, da kann ich einfach runter. Ah. Ich muss sagen, nur wegen den neuen Power-Ups und den neuen Outfits finde ich Luigi tatsächlich besser als Mario. Und wie er sich hier bewegt, auch lustig. Aber ich mag generell alle Characters. Es gibt jetzt keinen, den ich als Favoriten ansehen würde oder so. Oh. Runter. Nein, lass mich runter. Ah! Oh, was bist du für einer? Der kann ja fliegen. Das sind neue Varianten, glaube ich. Oh. Okay, besser läuft's. Und wie es läuft. Ah, das Luftschiff läuft. Halt dich doch fest. Nein, halt dich nicht fest. Halt dich fest. Halt dich nicht fest. Oh nein. Okay. Moment. Oh, ich habe einen im Reservat. Und hier ist ja direkt noch einer, ne? Ja. Yeah. Wunderbar. Okay, wie mache ich das denn sonst? Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bam, einmal weg.
kicken. Sidekick, du bist weg, Mann. Das ist ein bisschen nervig, dass das jetzt so lange dauert. Ja, danke, ich komme jetzt nicht durch. Nett, danke, Spiel. Ah, das hält immer an, wenn ich was benutze. Oder wie? Sarah zumindest so. Oh, aus! Der wollte gerade die Staffelattacke machen. Spann dich mal. Aua! Das denke ich mir bei dir auch manchmal, Luigi. Aua. Was soll das? Okay, sind wir wieder zurück? Ja. Nee. So, ein bisschen weiter noch. Ich bin schon ahead of myself! Nee, warte mal, das muss man von hier machen. Warte mal. Nein? Was? Ach so, jetzt weiß ich's. Das ist das Problem, wenn ich dieses Power-Up bei mir habe. Was ich denke, ich tun soll, ist einen von denen mitnehmen und dann dahin werfen. Und da ist ja auch direkt einer hier, den man mitnehmen kann. Ja, so soll man es eigentlich bekommen. Okay, jetzt habe ich es auch gecheckt. Was geht denn hier ab? Was macht Bowser hier für Psychospielchen mit uns? Ach, das ist hier Mario Maker 1 Musik! Mario Maker Musik meine ich. Mit Mario Bros 1 Stil. Das ist Luftschiff. Ja, ist ein Remix davon, wie cool. Merk ich das jetzt? Oh, da ist ja was Nettes. Wie komme ich da ran? Sag es mir, Mann. Ah, ich weiß schon, wie. Aber ich muss mich beeilen. Ist das gleiche Effekt wie immer? Es ist der gleiche Effekt wie immer. Also selbst da, nichts Neues. Echt schade, wenn ihr mich fragt. Aber okay, was soll's. Wie kann man denn da rankommen? Okay, cool. Jetzt darf ich erstmal killen. Wahrscheinlich gibt es auch gar keinen Checkpoint. Doch, es gab einen Checkpoint. Okay, gut. Aber Junge. Ah! Blob! Ich finde das super, dass man im Ducken diese Attacken einsetzen kann. Ich liebe das. Luigi! Was machst du? Er lacht sich noch selbst aus. Ach, Mann. Wie lame von mir. Trollerloll. Okay, also hochgedrückt halten. Da er durchkommt. Geht sie mit? Denn nur so bekommen wir überhaupt unsere Belohnung. Macht das aus. Rüber. Jetzt schießt er. Ach, ich weiß wie. Ich hab's gerade gecheckt. Ich muss eigentlich die Dinger nicht deaktivieren und dann Walljumpen hoch. Ne? Ich glaube, so ist es gedacht. Oh. Kann ich kaputt machen. Nehme ich das Geld. Nehme ich an. Na, 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 na. Ah. Gott. Ich hoffe, ich kriege noch ein Power-Up. Ich habe zwar eins auf Reserve, aber ich will es noch nicht benutzen. Ich warte noch lieber ein bisschen. War das klug? Ich habe das Gefühl, nein. Einhorn Bowser kann ja weiterschießen, wenn er will. Ich muss erstmal ein Safe Place finden. Ah. Besser. Luigi Time! Also ich mag die neue Luigi-Stimme, aber keine Ahnung. Irgendwie ist es auch cursed. Und ja, ich weiß nicht, also. Er hat keine verstopfte Nase mehr, daran muss ich mich gewöhnen, aber sonst ist es cool. Was allerdings nicht so cool ist, ist, dass der Bosskampf fast der gleiche ist. Aber es ist nicht ganz der gleiche. Und das ist mal endlich was Neues! Also teilweise was Neues. Jetzt nichts krass Neues, aber etwas Neues. Er ist jetzt... Oha, er hat mich getroffen! Wow! Wowie, zowie! Ja. Das jetzt als 3 Treffer. Und es wird immer knapper. Wäre ein guter Boss gewesen. Sag ich ganz ehrlich, wäre voll in Ordnung gewesen. Nintendo. Write it down! Macht ein Patch! Oder zumindest beim nächsten Mal. Ja, leider keine Highlights, die Raumschiffe. Echt schade. Aber was meint ihr dazu? Okay, beim nächsten Mal geht es dann
vielleicht sogar schon zum Abschluss dieser Welt. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, wir müssen beim nächsten Mal dabei sein, um das Haus zu finden. Vorsicht, Magma! Unten ist eine weitere Region. Oh ja.